Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich bei uns hier im Kreisklinikum Siegen willkommen. In unserer Klinik für Urologie wird dank ausgezeichneter medizinischer Kompetenz und modernster diagnostischer und therapeutischer Verfahren eine urologische Versorgung auf höchstem Niveau geboten. Wir sind der Meinung, dass der Weg zum erfolgreichen OP bereits vor der Operation beginnt. Deshalb werden bei uns alle Behandlungsphasen, sei es präoperativ, operativ oder postoperativ, genau und gleichermaßen betrachtet und zum Teil, wenn notwendig, interdisziplinär im Rahmen unserer Kooperationen mit Anästhesisten, Physiotherapeuten aufgearbeitet und aufeinander abgestimmt werden. Als Patient des Internationalen Zentrums für Robotische Chirurgie Siegen profitieren Sie von modernsten Diagnostikgeräten namhafter Hersteller sowie von einem Team, das aus hochqualifizierten Ärzten mit langen Erfahrungen besteht. Wir behandeln hier alle urologischen Tumoren, Nieren, Harnblase, Hoden und insbesondere Prostatakarzinom als häufigste Tumor des Mannes, sowie hochkomplexe rekonstruktiven Eingriffe wie Harnleiterrekonstruktionen, Blasenhalsplastik, Blasenerweiterung. Wir nutzen hochmoderne Technologie im Bereich der Fluoreszenzen. Bei diesen Eingriffen kommt regelmäßig in unserer Abteilung der Da Vinci-Roboter vom neuesten Generation XI zum Einsatz. Die Vorteile dieses Verfahrens wurden in diversen Untersuchungen belegt, vor allem höhere Sicherheit bei der Tumorkontrolle, kleinere Schnitten und Narben, geringe Blutungen durch die Operation und damit geringe Transfusionsrate, wenige Bluttransfusionen, kürzere Krankenhausaufenthalt und die damit gebundene positive ökonomische Benefit und letztendlich gute kosmetische, funktionelle und onkologische Ergebnisse. Eine der neuesten Entwicklungen im Bereich der Diagnostik besteht in der Fusionsbiopsie. In unserem Klinik steht seit Mai dieses Jahres ein 3D-semirobotisches System Artemis für unsere Patienten zur Verfügung. Bei diesem System, der aus USA stammt, handelt es sich um ein Prostata-Fusionsbiopsie-System auf dem modernsten Stand der Technik. Somit gehört das Kreisklinikum Siegen zu den wenigen Kliniken in Deutschland und Nordrhein-Westfalen, die mit dem hochmodernen Artemis-System arbeiten. Das System ermöglicht eine besondere, exakte und schonende Technik der Gewebeentnahme, die gezielt Areale mit Verdacht auf Prostatakarzinom biopsiert werden können. So können selbst sehr kleine Tumorherde im Frühstadium erkannt werden. Neben den benannten Bereichen der robotenassistierten Chirurgie bilden wir das gesamte Spektrum der Inkontinenzchirurgie, Harnröhrenchirurgie, Behandlung von erektiler Dysfunktion, Beckenbodenchirurgie und Neurourologie ab. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für die Bevölkerung der Region eine High-End-medizinische Versorgung in einem Kompetenzzentrum zu bieten.